Vom 19. bis 21. Januar haben an der Universität Göttingen die Hochschulwahlen stattgefunden. Heute ist Freitag, der 22. und in diesem Moment werden die letzten Stimmen der Hochschulwahlen ausgezählt. Wir von Univision sind live vor Ort, um die Bekanntgabe des Wahlergebnisses für euch zu dokumentieren. Ja, die Ergebnisse sind raus. Ich stehe hier mit Silke von der Juso-Hochschulgruppe. Silke, was ist deine Einschätzung? Ja, ich freue mich erstmal sehr für meine Hochschulgruppe, also die Juso-HSG. Wir haben unsere Sitze im Stupa fast verdoppelt, also von 6 auf 11 Sitze. Die GHG hat zugelegt, die Basisgruppenliste hat 4 Sitze. Insgesamt, wenn wir noch die Partei, Hochschulgruppe und SRK dazu nehmen, haben wir 31 Sitze, das heißt eine Mehrheit, um den AStA zu stellen. Und ich denke mal, wir werden jetzt erstmal ein bisschen feiern, weil es ja schon ein ziemlich gutes Ergebnis ist. Vor allen Dingen auch, weil die junge alternative Hochschulgruppe nicht ins Studierendenparlament einziehen konnte, so wie im letzten Jahr. Das freut uns sehr, dass rechte Ideologien halt in Göttingen auch an der Universität keinen Einzug ins Parlament erhalten haben. Und jetzt werden wir halt schauen, wenn wir gefeiert haben, in den Gruppen sprechen und dann sicherlich auch Koalitionsverhandlungen führen und dann schauen, wie das mit dem AStA weitergeht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, jetzt haben wir schon die Jusos gehört, jetzt steht Vivian von der Grünen Hochschulgruppe bei mir. Die Stimmung ist gut, oder? Ja, sehr. Ja, wir freuen uns sehr, dass es gereicht hat für eine linke Mehrheit und sind im Moment einfach überglücklich gerade. Kann man schon was sagen zu den Koalitionsmöglichkeiten? Zu Möglichkeiten ja, also rechnerisch reicht es. Wir müssen jetzt aber natürlich trotzdem erstmal in Gespräche gehen und dann gegebenenfalls in Verhandlungen. Also offiziell ist jetzt natürlich noch nichts, aber die Zahlen sprechen erstmal für uns, von daher freuen wir uns jetzt alle. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, bei mir ist jetzt Hendrik vom RCDS. Hendrik, kannst du schon was zu sagen zum Wahlergebnis oder fällt es noch schwer? Tja, die Stimmung ist nicht so gut. Wir haben unsere Sitze behalten, wir sind nicht schlechter geworden. Ich denke, das war auch das Lob für unsere gute Arbeit, die wir im letzten Jahr geleistet haben. Auch im AStA, schade, dass es dann scheinbar nicht alle so gesehen haben und sich dafür ausgesprochen haben, es im nächsten Jahr anders zu versuchen. Ich drücke allen Studenten die Daumen, dass das gelingt, bin da aber sehr, sehr skeptisch. Ja, wie wird es weitergehen? Kann man da schon was sagen oder müsst ihr euch da erstmal wieder sortieren? Ich rechne sehr, sehr fest damit, dass die 4 gewählten linken Gruppen gemeinsam den AStA stellen werden und der RCDS dann der böse Stachel im AStA ist aus der Opposition heraus. Wir werden alles kritisch begleiten, machen uns große, große Sorgen um die Studentenschaft hier an unserer schönen Universität und werden für unsere Wähler auf jeden Fall nochmal versuchen, das meiste rauszuholen. Alles klar, vielen Dank, Hendrik, und ja, alles Gute. Danke. Ja, bei mir steht jetzt Kai von der ADF. Kai, wie ist die Lage? Also ich sehe, die Gesichter sind eher ein bisschen bedrückt. Ja, also mit dem Wahlergebnis, das wir bekommen haben, müssen wir die aktuelle AStA-Koalition als gescheitert ansehen. Das wird es in diesem Jahr nicht geben, ADF, RCDS. Die nächsten Wochen werden für uns spannend, weil wir sehen wollen, wie die linken Gruppen, die sich jetzt schon zu einem linken AStA zusammenziehen, das machen wollen, wo sie das hernehmen wollen, einen neuen AStA aufzustellen. Wir gucken uns das gerne an. Wir freuen uns als ADF, dass unsere Arbeit gewürdigt wurde. Wir haben dazu gewonnen. Wir haben in 2 Jahren 4 Sitze dazu gewonnen. Darauf können wir, glaube ich, stolz sein.
Und wir müssen das Wählervotum akzeptieren. Und ja, jetzt müssen wir das Wahlergebnis erstmal verdauen und freuen uns natürlich über die starken Ergebnisse unserer Kernfachschaften Vivi, Jura und Agrar, wo wir toll abgeräumt haben, wo unsere Arbeit einfach toll honoriert wird. Und das wollen wir heute Abend erstmal feiern. Alles klar, dann wünsche ich alles Gute für die Zukunft. Des einen Freud ist des anderen Leid. Große Freude auf Seiten der linken Gruppen, betrübte Gesichter auf den Seiten der bisherigen Regierungskoalition aus RCDS und ADF. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob tatsächlich ein linker Aster zustande kommen wird. Weitere Infos werdet ihr auf unserem bald erscheinenden Newsflash erhalten. Musik